Hallo, hallo da draußen. Time to kill a little bit of this, ja, Bösewichts, ne? Time to kill a little bit of the Bösewichts. Spiel starten. Ja, ich habe nicht weitergemacht seit seinem letzten Stream. Status quasi quo. Status quasi quo. Okay, Status quo. Sache ist die, First Legendary Run heißt, erstes legendäres Item, welches droppen muss, in irgendeiner Form im Bild vorhanden sein. Darf ausgewechselt werden, wenn man das als besseres Item bekommt. Wie schon so oft erwähnt. Also zum Beispiel, das Item droppt mit Level 19. Und dann ist ja klar, das Item ist ziemlich schwach, weil es für Level 19 gedroppt ist. Darf ausgewechselt werden in ein Item dann auf Level 70. Muss aber das gleiche Item sein. Oder in den Würfel gepackt werden. In meinem Fall habe ich es jetzt in den Würfel gepackt. Das war mein erstes legendäres Item, welches gedroppt ist. Ich habe den Monk per Hand hochgelevelt. Ich habe mich nicht ziehen lassen. Ihr könnt euch aber auch ziehen lassen. Wichtig ist aber nur, damit ihr ja halt euch merkt, welches Item quasi das erste legendäre Item war. Und die Regel ist, also wer da mitspielen will, kann auf meinen Discord kommen. Und die Regel ist quasi, es muss ein legendäres Item gepostet werden. Ein Screenshot von dem Drop des legendären Items unter Level 30. Also selbst wenn man sich ziehen lässt, droppen ja auch legendäre Items irgendwann, die man auch sammelt. Und wie gesagt, da muss ein Screenshot vorhanden sein von dem legendären Item, welches gedroppt ist, unter Level 30. Ganz wichtig, dann könnt ihr da mitmachen auf meinem Discord. Ansonsten, ja, ich mache jetzt einfach mal ganz normal weiter. Also, das ist bei mir gedroppt. Moin. Und Moment mal, ich muss hier noch was. Okay, Mikrofon, ist es zu laut? Nee, ist nicht zu laut. Ja, ist, glaube ich, passend. Und die Lautstärke von Diablo, wie sieht die aus? Ich habe neue Waren. Ah, das könnte ich ein kleines bisschen noch lauter böllern. Okay, so wird's passen. Also für mich, für meinen Geschmack. Ich glaube, die Sache ist soweit erklärt. Es gibt auf meinem Discord quasi einen Reiter Diablo. Und da könnt ihr einfach, wenn ihr da mitmachen wollt, euren Screenshot von eurem First Item posten. Und dann halt im Laufe der Zeit, wie weit ihr damit gekommen seid. Ja? Bei mir ist es jetzt halt so, mein Item synergiert momentan mit überhaupt gar nichts, was ich hier habe. Also wirklich gar nichts. Aber das macht eigentlich nichts, weil im Endeffekt ist es egal. Momentan ist es noch egal. Ne? Ich spiele auch hier nicht auf Rangliste oder sonst irgendwas, um zu gucken, damit ich damit möglichst weit komme. Das ist mir alles. Also diese Meta-Rangliste, die ist mir eigentlich egal. Warum mache ich denn hier gar kein Damage mehr? Okay, jetzt kommt ein bisschen Damage. Now we have a little bit damage.
Wir sind auf so einem Friedhof. Ich bin noch nicht wieder bereit. Für den Zorn des Ita. Ich brauche Heilung. So, ich muss mir da ein kleines bisschen was überlegen, wie ich da in Zukunft mit umgehe, weil ich krieg viel zu viel Damage ab. Viel zu viel Damage. Oh no! Also soweit mich mein Wissen, also mein Wissen über Diablo ist begrenzt. Das gebe ich schon mal gleich hier vorab zu. Aber ein bisschen was weiß ich schon noch. Und zwar, dass es irgendein Item gab, welches den Schaden reduziert hat, je mehr Begleiter man dabei hatte. Und das brauche ich. Bei Pandele. Aber was war das wieder, ey, mit den... War das ein Set oder war das... Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich weiß aber, dass es da was gab. So, was haben wir denn hier? Kritische Treffer haben eine Chance von 4% oder Heilkugel hervorzurufen. Ne? Das ist gar nicht mal so bad. Also man denkt immer, das ist bad, aber es ist gar nicht mal so bad. Rasender Angriff erhöht den Schaden von rasender Angriff eine Sekunde lang um 87%. Bis zu 5-mal stapelbar. An für sich? Nee. An für sich? Nee. Wow. 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 Also ich bin jetzt schon am überlegen, ob ich den meinen Daibo, den ich jetzt quasi gerade benutze, wegpack und dafür das Teil hier benutze. Weil 20% mehr Damage ist schon ziemlich geil, würde ich mal sagen, ne? Und der ist ja eh nur Level 68. Gut, ich hätte halt keinerlei Erholung mehr, ne? So viel ist dann schon mal klar. Aber trotzdem, legendäre Eigenschaft extrahieren. Let's do this. Und dafür wollt ihr es verwenden? Was haben wir dann noch hier? Blackthorn. Nö. So. Also, das hier kann eigentlich weg.
könnten das Ding dann irgendwann spielen und das hier gegen rasender Angriff umwechseln, würde ich mal irgendwie, hätte ich Bock drauf. Da hätte ich Bock drauf. Okay, was war jetzt noch? Ich wollt auswechseln, genau. Ich brauche auf jeden Fall mehr Stabilität. Ich bin ziemlich schnell tot, habe ich festgestellt, ne? A little bit of this, a little bit of that. Ja, also im Endeffekt fehlt es gerade an allen Ecken und Enden noch irgendwie so, aber wir sind ja auch erst am Anfang unserer Reise noch. Wir befinden uns noch am Anfang unserer Reise. Und tödliche Reichweite, also das benutze ich ja quasi gar nicht. Wird unser Freund hier denn nie müde? Seit dem Augenblick, an dem ich ihn zum ersten Mal sah, hat er so gut wie kein Auge zugetan. Nun wisst ihr, warum Engel und Dämonen sich vor den Nephalim fürchten, Lorat. Ich brauche noch irgendwas, was mein Damage reduziert. Okay, also Mantras kann man halt irgendwie nur eins benutzen. Let's give it a try. Oh. Okay. Wir machen mal ein paar große Portale noch. Wenn wir vielleicht einen sinnvolleren Dingsbums hier bekommen. Ja, Damage ist auf jeden Fall ein bisschen zu Haus. Eure Kraft lässt
glaube, es gibt auch noch so einen Ring. Oder irgend sowas. Nicht leicht zu besiegen sein. Welcher, wenn meine Ressource über 90% oder sowas hat, dann erleide ich weniger Damage. Ja, mal schauen. Oh ja! Yeah. Oh, man merkt schon, dass wir wesentlich weniger Damage abkriegen jetzt. Zermatschen, zerklatschen. Okay. Was benötigt ihr? Haben wir denn hier? Vergiftet alle getroffenen Gegner und fügt ihnen im Verlauf von 10 Sekunden 20.000 Waffenschaden zu. Alle vergifteten Gegner erleiden aus allen Quellen 10% mehr Schaden und verursachen 10% reduzierten Schaden. Das ist, glaube ich, auch ein ziemlich guter Stein. Aber der ist halt auch ziemlich nice. Ah, ich muss den schnellstmöglich halt auf Level 25 bekommen. Dann ist der richtig gut, glaube ich. Was haben wir jetzt hier alles bekommen? Ich lasse mich einfach überraschen, was passiert. Blitzschaden hat eine Chance von 32% Gegner 1,5 Sekunden lang zu betäuben. Oh ja. Also das hört sich ziemlich geil an. Reduziert die Abklingzeit. Ja, also der ist an sich, wäre der schon ziemlich gut, der Ring. Den könnte ich ihn da wegpacken? Den könnte ich dafür wegpacken. Weil Angriffsgeschwindigkeit bringt mir ja quasi gar nichts. Ich greife ja die ganze Zeit eh nur mit hier diesem Gewitterfront an. Kritischer Trefferschaden, boah, ist halt 45% erhöht. Also, der ist nicht all bad. Aber ich würde fast sagen, dass ich den irgendwie gerade cooler finde. So, mal austesten. Und warum ich den cooler finde, ist einfach dieser Blitzschaden. Dann könnte ich das eventuell quasi auswechseln und müsste dann auch nicht mehr das Blenden spielen. Das wäre schon mal ein Anfang.
Dann könnte ich hier noch was anderes reinböllern. Statt Lichtblitz. Ja, irgendwas anderes, ne? Das wäre schon mal ein Anfang. So, jetzt wir mal ganz kurz noch schauen, was wir noch haben. Also, ich wechsle den mal aus, ne? Und gehe dann jetzt mal auf Blitzschaden. Was haben wir noch? What have we noch? Was ist das? Jeder dritte Treffer mit einem Geisteskrafterzeuger belegt den Gegner mit explodierender Hand. Okay, Schlag der sieben Fäuste verursacht mit jedem Treffer 700... Oh. Hört sich auch ganz geil an, ne? 77% weniger Damage mit dem Set. Okay. Das wäre vielleicht eine Maßnahme sogar, das Set zu sammeln. Was ist denn das hier? Oh! Reduziert den erlittenen Schaden um 50%, während reißender Wind aktiv ist. Ja. Hört sich nicht schlecht an. Legendärer Speer. Kein Plan. Der kann eigentlich nichts. Und ein legendärer Gürtel, der kann eigentlich auch nichts. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Blitzschaden. Warum wird mir das hier nicht angezeigt? Nee, passt schon. Weil wir es nicht haben. Also kritischer Trefferchance 19. Kritischer Trefferschaden plus 57. Das ist alles nicht so wirklich viel. Flächenschaden, Abklingzeit, Schaden für Gewitterfront. Schadensbonus für reißender Wind. Das ist jetzt halt die Sache. Gewitterfront. Gibt es da irgendwas? Ja, das hier. Gegner in einem größeren Umkreis erleiden zusätzlich Blitzschaden. Wandelt den Schaden von Gewitterfront in Blitzschaden um. Das schon mal. Und reißender Wind. Frage ist halt, haben wir noch genug Geisteskrafterzeugung, wenn wir das jetzt umwechseln? Das probiere ich jetzt erstmal in einem kleinen Portal aus. Gut. Eine ruhmreiche Entwicklung. Okay, also wir haben auf jeden Fall immer noch genug Geisteskrafterzeugung. Und wir hätten jetzt quasi die passive Fähigkeit,
Dass die Gegner von unserem Blitzschaden quasi gestunt sind andauernd. Was so viel heißt wie... Wir können die Armschienen auswechseln. Hinter erhebt mich ins Unendliche. Macht euch auf einen langen Kampf gefasst. War aber kein langer Kampf. Wow, das sieht gut aus. That looks pretty good. Könnten sogar noch die mystischen Verbündeten jetzt so auf Blitz. Nee, da gibt's keinen Blitzschaden. Okay, aber das funktioniert. Eure Schwächen sind offenbar. Also das funktioniert safe. Das ist ziemlich stabil eigentlich sogar. So. Also ich benutze jetzt den Lichtblitz gar nicht. Vorher war das ja so... wenn ich hier Lichtblitz benutzt habe. Also ich glaube, ich laber hier gerade ein bisschen scheiße. Also die Armschienen kann ich gar nicht auswechseln. Das ist Quatsch mit Soße. Weil die machen ja den Schaden immer, wenn ich den Gegner... ja, wenn ich den Gegner CC, sagen wir es mal so, ne? Wenn ihr Gegner blendet, einfriert oder betäubt, erleiden sie 5 Sekunden lang 790% mehr Schaden durch eure Fähigkeit Gewitterfront. Ich habe das halt die ganze Zeit ausgelöst mit Lichtblitz, was aber jetzt im Endeffekt hinfällig ist. Das kann einfach weg. Da könnten wir jetzt zum Beispiel rasender Angriff mit reinballern. Zum Bleistift. Ja doch. Könnte man. Müsste ich aber irgendwie noch dafür sorgen, dass der Cooldown irgendwie reduziert wird von rasender Angriff. Auf Dauer. Falls ich vorhabe, dafür zu gehen, aber ich habe irgendwie mehr Lust für dieses explodierende Handbild zu gehen. Es sei denn, man kann den Cooldown irgendwie reduzieren von Rasen, von hier rasender Angriff. Thank you.
reicher an Erkenntnis. Welch Reichtum! Macarena! Die Götter handeln durch mich! It looks pretty good. Noch lange erzählen. Die Götter handeln durch mich. Der Portal mit der Stärke ist gewachsen. Unglaublich. Ich kann nicht mehr tragen. Ich bin weiser geworden. Ich muss etwas anlegen. Das war ein guter Treffer. Ich kann nicht mehr tragen. Mei, jetzt kann er mal mit Drang. Freuen Sie sich doch mal, er kann aber nicht mehr mit Drang. Also im Endeffekt ist es bis jetzt schon ein ziemlich cooler Bild, muss ich sagen. Und ich glaube, damit kann man was anfangen am Ende des Tages. Hauptproblem, was ich halt sehe, ist momentan ja halt mein First Legendary Item irgendwie noch zu integrieren, dass es mehr ja Nutzen hat. Momentan ist es halt so, ja, es ist da.
Aber es wäre auch mindestens genauso gut, wenn es nicht, da wäre. Sag ich jetzt einmal mal so, ne? In meinem... Werde ich das Amulett jemals spielen? Eigentlich nein. Ja, ganz sicher nicht. Ich werde es benutzen. Gerne. Absolut gerne. Ein legendäres Zweihandschwert. Brauchen wir eigentlich nicht. Brauchen wir eigentlich nicht. Uraltes legendäres Amulett. Ja, nee. Ist ja leider auch nicht so geil. Woge des Lichts. Wird jetzt an der Position eures Ziels ausgelöst. Was heißt das denn? Woge des Lichts. Ah, okay, aber das Glockending, das spiele ich ja sowieso nicht. Nö. Aber ich heb das mal auf, ne? Man weiß ja nie. Ich glaube, ich habe schon mal irgendwann irgendwas damit gesehen. Möglich, möglich. Also wo die Reise letzten Endes hinführt, das weiß ich jetzt halt noch nicht. Ich weiß leider nicht, was das Beste ist in Verbindung mit den Begleitern. Ich denke mal, ja. Oh, oh. Geist wird stärker. Dieser Anblick gefällt mir gar nicht. Spürt den Zorn des Ita. Götter gewähren mir ihre Gunst. Also bisher kommt kaum Damage. Der Kampf ist vorüber. Der Sturm bricht los.
That looks pretty amazing. Das ist wieder so weit. Ich krieg gleich einen elektrischen Aller. Ja, ich sag's mal so, ne? Das ist nicht schlecht. 35% der euch zu... Also ich möchte erstmal das hier voll bekommen und den Fokus jetzt drauf legen, dass ich eine Waffe, in irgendeiner Form eine Waffe finde, die in mein Bild rein synergiert. Alles andere macht gerade irgendwie so gar keinen Sinn. Wie viele Steine habe ich denn noch? Okay, reduziert die Geisteskraftkosten von Woge des Lichts um 50% und erhöht den Schaden der Fertigkeit um 461%. Alrighty then, was haben wir denn hier für einen Scheiß? Da haben wir doch schon unsere Waffe, die wir hier brauchen. Holy baby Jesus. Okay, was ist das hier? Das ist einfach nur Crap. Nach 5 auseinanderfolgenden Treffern, das habe ich ja schon angelegt. Ich könnte halt von dem Ring zum Beispiel die Ressourcenkosten wegrollen, ne? Ja. Aber der ist nicht besser wie der, den ich schon anhab. Aber wir können mal ein bisschen rollen, keep on rollen. So, jetzt ist die Frage, Geisteskraftverbraucher, die euch teleportieren, während Offenbarung aktiv ist, wirken sich zusätzlich auf ein Ziel in der Nähe aus. Was ist denn ein Geisteskraftverbraucher, der mich teleportiert? I don't know, aber das ist es nicht. Also wenn, dann muss ich das hier spielen. Rasender Angriff erhöht den Schaden von rasender Angriff. Eine Sekunde lang... Nee, das ist ein Quatsch. Rasender Angriff ist doch das hier, ja. Aber das hilft mir ja nicht, dass ich weniger Damage kriege, sondern das hier hilft mir, dass ich weniger Damage kriege. Ah, ich teste es jetzt einfach mal.
So 275.000 Schaden pro Sekunde. Und wie viel haben wir hiermit? 340.000. Okay, 340.000 Schaden gilt's zu überholen. Aber ich würde fast sagen, das ist zu gut, um es nicht zu benutzen. Na? Ich kann jetzt zum Beispiel die Angriffsgeschwindigkeit wegballern. Ja, moin Pascal! Danke für deinen Raid. Kesho 92, willkommen. Moin. Okay, aber das ist alles Quatsch mit Soße hier, der Rest. Alles klar bei euch? Diablo oder was? Okay, aber so viel Damage kriege ich halt nicht mehr zusammen wie bei dem anderen Ding hier. Aber ich probiere es trotzdem damit jetzt, also. Sicher und selbst, ja. Also ich mache jetzt noch so einen Fun Run. Mit dem ersten legendären Item, welches hier droppt. Und dann warten wir mal, bis der vierte Teil rauskommt. Okay, also hier machen wir jetzt erstmal noch so einen Dingsbums hier rein. Ja doch, ich bin vom Schaden her ja fast schon wieder da. Hondemon? Moin Hondemon! Ich glaube, das sieht gut aus. Aber da rolle ich jetzt die Angriffsgeschwindigkeit noch weg. Weil die brauche ich ja nicht. Die brauche ich auf gar keinen Fall. Flächenschaden ist besser. Am besten wäre natürlich ein Sockel. Ich habe halt auch nicht unendlich viele von diesen Dingern, ey. Okay, wir nehmen mal den Sockel. Guten Loot gewünscht, muss leider weiter. Hab Spätschicht, ich wünsche dir trotzdem noch viel Spaß. Ja, danke, viel Spaß bei dir. Und danke für dein Raid. Viel Spaß auf der Spätschicht. Okay, aber ich bin strong. Ich bin auf jeden Fall komplett imbar. Komplett. So viel ist jetzt schon mal klar. Was könnte ich denn da oben reinmachen? Die reduziert die Abklingzeit aller Fähigkeiten. Muss ich das da reinmachen? Brauche ich eigentlich nicht unbedingt Abklingzeit. Erfahrung brauche ich aber auch nicht. 20% mehr Leben wäre ganz geil. Reduziert die Ressourcenkosten, ist auch Quatsch. Hup, hup. Nee, ich lasse das mal so. Und benutze aber jetzt eine andere Fähigkeit, weil da der Zyklonschlag, den mache ich jetzt hier auf die Taste. Wo ist er denn? Zyklonenschlag. Ich hoffe, der geht da drauf. Ja, der geht. Weil der macht einfach Damage. Wandelt den Schaden in Blitzschaden um. Kann der noch irgendwas Besseres? Erhöht die Distanz. Okay, also der zieht Gegner schon mal zu mir. Und friert die Gegner auch ein. Ja, einfrieren ist gut. Ich glaube, das wird komplett broken, ey. Ich glaube, das ist komplett broken. Die Götter gewähren mir ihre Gunst. Hoppa, Sio. Aber ich habe halt immer noch das Problem, dass ich meine Verbündeten nicht richtig integrieren kann. Ich weiß auch nicht so genau, welches Item mir dazu hilft, dass ich die besser integrieren kann. Egal. Oh, was, you. Heiliges Blechle. Okay, Damage ist auf jeden Fall im Haus. Es wird eine Riesenschweinerei. Eine Riesenschweinerei.
Jetzt halt nur die Frage, aktivieren wir diesen Schlag? Da muss ich nochmal nachschauen. Nicht schlägt richtig OP. Ja gut, ich mache jetzt nicht wirklich ein hohes Portal. Aber es ist schon mal ein Anfang. So, wodurch wird mein Zyklonenschlag denn überhaupt ausgelöst? Eure Schwächen sind offenbar. Ich bin nun reicher an Erkenntnis. Ich schau gleich nochmal nach. Sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich stabil aus bis jetzt. Meine Stärke ist gewachsen. Es geht zu Ende. Ich bin nun reicher. Der Portalwächter ist. Okay, es ist so ein Selbstläufer, es ist wirklich so ein Braindead-Bild bis jetzt. Da muss ich auf jeden Fall nichts können. Das ist ja optimal eigentlich, ne? Ich will ja nichts können. Ich muss etwas ablegen. Muss erstmal ganz kurz in die Stadt und den ganzen Schmarrn hier verkaufen. Aber für was gebe ich mein Geld aus? Viel Spaß beim Lurken. Für was gebe ich mein Geld aus? Ja, der Ring, der ist irgendwie nicht so wirklich gut. Ein Schnäppchen. So einen Briefbeschwerer wolltet ihr doch immer schon. Ah ja. Das ist doch nett. Das ist alles irgendwie nicht so wirklich das, was ich mir hier vorstelle. Bis bald. Das ist der gleiche wie den ich schon hab. Bis bald. Bis bald. Oh, das gefällt mir. Oh, uralt. Angriffsgeschwindigkeit ist halt komplett geboostet. Solange dies euer einziger Setbonus ist, ja, da kann man mal irgendwann mit irgendwie rummachen, aber ich hätte gern den Ring, der quasi mein ist das ein Ring? Der quasi die Anforderungen für meine Set-Dingsbums hier runtersetzt, dass ich nicht mehr so viele brauche davon. Was benötigt ihr? So, was ist das? Schnelligkeit, Angriffsgeschwindigkeit brauche ich jetzt mit dem Bild gar nicht mehr. Ich muss zurückkehren. Bop, 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 bop. Ja. Barbar, was will ich denn mit Barbar? Oh, da ist der gleiche Ring nochmal.
Ich hebe mal auf. Ich kann auch noch irgendwas in den Würfel reinmachen. Ich könnte den Ring sogar in den Würfel reinpacken. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Aber ich muss jetzt trotzdem mal kurz schauen, wo das denn ist. Was es hier noch gibt. Ich muss jetzt gucken, für was ich meine Blutsplitter ausgebe. Der wäre ziemlich gut. Reduziert die verbleibende Ablenkzeit einer eurer Fähigkeiten. Der wäre nicht schlecht. Weil dann könnte ich quasi die ganze Zeit hier den rasenden Angriff benutzen. Ne? Also der wäre schon mal um einiges besser als das, was ich jetzt gerade habe. Ja, der wäre auch nicht schlecht. Ist der neu, der Stein des Joran? Da ist der Ring. Reduziert die Anzahl der für Setboni benötigten Gegenstände um 1. Also der wäre vielleicht nicht schlecht. Prozent. Dann hat der ja fast Maximum. Der wäre auch nicht schlecht. Ja, also ich könnte hier noch was reinpacken. Ich weiß bloß jetzt gerade nicht wirklich was. Da ist irgendwie nichts. Da ist gerade nichts dabei. Okay, ist egal. Ich mache jetzt einfach mal... ich mache einfach mal weiter. Den hebe ich auf, weil der ist wirklich richtig geil. Und der passt auch richtig gut in mein Set, also in mein, das, was ich gerade hier spielen will, rein. Dann heben wir den noch auf. Der ist uralt. Und der Rest kann eigentlich weg. Ja, der Rest kann weg. So, was gibt es denn noch für Sets für den Monk? Also die Sache ist halt die, ich muss die Begleiter spielen, weil das mein erstes legendäres Item war, welches gedroppt ist. Und momentan spiele ich es im Würfel. Das war quasi das erste Item, welches bei mir gedroppt ist. Und das muss ich jetzt spielen in dem Modus. Frage ist nur, was gibt's vom Monk, was man spielen kann, was mit den Verbündeten zu tun hat, was irgendwie meinen Schaden reduziert und mein Damage. Das gilt's noch rauszufinden, weil ich weiß es gerade nicht. Ich hoffe, dass es da überhaupt irgendwas gibt, weil sonst wird es auf jeden Fall schwierig damit ja, hochzukommen, weit hochzukommen. Aber Regel ist halt Regel, ne? Ich muss es halt spielen, weil sonst macht das ganze Regelwerk keinen Sinn mehr. Eine ruhmreiche Entwicklung. Ja, moin. Danke für deinen Follow. Götter handeln durch mich. Mein Geist
wird stärker. Was ich mich gerade frage ist, wenn ich das jetzt benutze, muss ich mal gucken, wie lange das dauert, bis es wieder ready ist. Ja, das wird schon gehen. Also die passive Fähigkeit von meiner Faustwaffe hält länger an, wie der Cooldown ist. Das heißt, ich kann das quasi permanent, eigentlich, wenn ich es richtig benutze, oben halten. Also die Schadensreduzierung von meinem rasenden Angriff. Also mir geht es halt gerade darum, dass ich gefühlt zu weich bin. Und ich muss irgendwie die Weichheit wegbekommen. Meine Schritte werden ausgreifender. So, muss mich jetzt auch langsam fertig machen für die Spätschicht. Ich wünsche im Chat noch viel Spaß bis demnächst. Ich wünsche dir auch viel Spaß. Und einen guten Start in die Woche. Wo geht's denn da jetzt lang? Ah ja, okay, klar. Ist ja klar. An der letzten Ecke geht's lang. Eure Schwächen sind offenbar. Hier. Ich bin nun reicher an Erkenntnis. Ah. Ah, das sieht gut aus. Das ist ein richtiges Geschmacksel. Das ist er? Also momentan habe ich ja noch gar kein Problem, ne? Also momentan muss ich mir auch gar kein Dingsbums machen, keinen Kopf machen. Wie, wo, was? Kritische Treffer lassen den Gegner bluten. Okay, das hilft mir aber gerade gar nicht weiter. So, jetzt haben wir den Stein schon mal hoch. Und dann würde ich jetzt erstmal den noch erhöhen. Ich kehre in die Stadt. I don't know. Lass dich überraschen. Also wie gesagt, momentan habe ich noch keinerlei Probleme mit irgendwie hier Damage oder mit irgendwelchen Gegnern. Aber das kommt noch. Was habe ich jetzt hier? Erhöht den Schaden einer Schadensart 4 Sekunden lang. Da haben wir doch schon was. Also der ist auf jeden Fall besser als der Quatschring, den ich gerade spiele. Ich muss nur mal gucken. Am Ende, ich brauche halt auch irgendwo Heilung. Ne? Aber der Ring ist gut. Probieren geht über Dingsbums hier, ne? Uralter Ring, uraltes Amulett, Flächenschaden, Abklingzeit, Ressourcen, erhöht die Dauer von Betäubungseffekten. Ja, an für sich würde ich sagen, ist der schon auch gut, aber nein, reduziert die verbleibende Abklingzeit. Oh! Ja, der ist halt quasi der perfekte Ring. Also irgendeinen davon muss ich jetzt in den Würfel reinpacken. Entweder den oder den. Habe ich ja quasi gar keinen Cooldown mehr, wenn ich das jetzt benutze. Weil im Endeffekt ist es egal. Ich würde. Was hat er denn hier? Kritische Trefferchance, Angriffsgeschwindigkeit brauche ich halt gar nicht. Also ich finde den oberen besser irgendwie. Ich packe den in den Würfel rein hier. Das ist der Plan. Was ist das hier? Auch Quatsch mit Soße. Was ist das hier? Ah ja, das ist quasi nochmal so ein Teil von hier. Oder das. Ne? Aber das kann ich nicht mehr spielen. Also, ich brauche halt jetzt beide Faustwaffen. Erstens mal hier, um den Damage zu reduzieren. Und die brauche ich, um den Damage zu erhöhen.
Ja, schade, ne? Im Würfel habe ich halt quasi den Daibo, der auch nochmal Gewitterfront erhöht. Das muss erstmal so bleiben. Da muss ich mir was überlegen. Also solange ich das hier brauche, der muss dann irgendwann weg. Ich muss irgendwie versuchen, meinen Damage zu reduzieren ohne das hier. Aber wie? Ruhig, ganz ruhig, ja, ganz ruhig. Aber mal schön ruhig bleiben hier. Also, das kann weg, das packe ich jetzt in den Würfel und das muss ich mir auf jeden Fall aufheben, das Ding. Das wird irgendwann auf jeden Fall noch interessant, definitiv. Ja. Auf jeden Fall, Mann. So, was haben wir hier? Das kann weg, das kann nicht weg, das kommt in den Würfel. Das ist uralt. Ja, man hebt halt am Anfang immer irgendwie so alles auf. Obwohl es halt wahrscheinlich sinnlos ist. Ja, für was will ich das hier zum Beispiel aufheben? Es macht keinen Sinn, das aufzuheben. Es macht keinen Sinn. Nein, du bist ein Idiot. Jetzt habe ich den Ring weg verkauft. Okay. Gut. Mein Geist wird stärker. Okay. Aber wir müssen halt trotzdem irgendwie schauen, dass wir hochkommen. War jetzt Dummheit von mir, dass ich den Ring verkauft habe. Also, der wäre schon, glaube ich, vielleicht sogar wichtig am Ende. Der wird am Ende wichtig. Weil er meine Abklingzeit quasi reduziert, immer wenn ich so einen Gegner hier schlage. Noch brauche ich es nicht, aber irgendwann wahrscheinlich schon. Wann gibt es denn Truhen in den großen Portalen? Das habe ich auch nicht gesehen. Okay, also das. Ich bin schon mal so einigermaßen zufrieden mit dem, was ich da sehe. Jetzt können wir auch noch ein bisschen rollen und das Ganze optimieren. Und dann haben wir mal eine grundsolide Basis. Auf jeden Fall. Momentan muss ich quasi genau den Cooldown von dem rasenden Angriff genau timen. Sonst werde ich den irgendwann nicht benutzen können, wenn ich ihn aber brauche. Und ich brauche den auf jeden Fall irgendwann. Ich kann, nach oben kann ich leider nicht mit rasenden Angriff, aber Sachen überbrücken geht. Hup, hup. Also, ich glaube, das ist auch wahrscheinlich das Set, was am höchsten kommt, oder? Kann ich mir so vorstellen, dass das recht weit oben angesiedelt ist. Dass Mönche spielen so, ne? So metamäßig. Oh,
Wobei, es gab ja auch schon dieses eine Set mit dem durch die Gegend teleportieren. Mit der Faustwaffe. Yippie, Schweinebacke. Mein Geist wird stärker. Der Portalwächter ist an. So, beim Portalwächter. Also wie gesagt, momentan habe ich wirklich, wenn ihr 4 Sekunden lang keinen Schaden erleidet, haltet ein Schild. Ja, das gibt's halt auch, weiß ich aber nicht, ob das der Mönch spielt. Oh, schon wieder ein Würfel, geil. Ich muss zurückkehren. Also diese Würfel, die sind immer so, ja, wie soll ich es erklären? Ich hatte schon komplette Seasons, wo kein einziger dieser Würfel gedroppt ist. Ich bin nun reicher an Erkenntnis. Und jetzt habe ich schon 2. Das heißt, ich kann mein Damage, wenn Gott so will, um 10% erhöhen. Was ist das hier? Zauberer. Reduziert die verbleibende. Ich habe Glück, dass er mir nochmal gegeben wird. Da reduziert die verbleibende Abklingzeit. Ja, jetzt, dieser packe ich den aber gleich in den Würfel, nicht, dass ich ihn wieder verkaufe. Ne? Also, da war Blizzard Magnetic mit mir. Da kommt der jetzt rein. Was heißt das hier eigentlich? Euer Elementarschadensboni entsprechend eurem höchsten statischen Elementarbonus. Eure Elementarschadensboni entsprechen eurem höchsten statischen Elementarbonus für Fertigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel plus 20% mehr Feuerschaden habe oder sowas, dann wird das auf alles gerechnet, also auch auf die anderen Elementarboni oder wie? Ist aber eigentlich gar nicht mal so gut, oder? Also, man spielt ja eh immer nur meistens, ja, eine Art von Elementarschaden, wenn überhaupt. Was kann die Waffe da? Gar nichts. Okay, ich dachte vielleicht, dass die geil ist, aber die ist ja gar nicht geil. Ich kann mir darunter gerade nichts vorstellen. Vielleicht ist es komplett broken. Vielleicht ist es aber auch kompletter Schrott. Ne? Also mir würde es halt jetzt in dem Fall, der Ring gibt mir halt 18% Heiligschaden, dann wird mir das quasi 18% auf alle Elementarsachen geben, aber ja. Ja. Nö, einfach nö. Also ich kann mir darunter jetzt gerade zu wenig vorstellen, als dass ich sagen würde, das will ich jetzt benutzen oder spielen. Nein, einfach nein. Da ich jetzt schon so einen Würfel da drin habe, würde ich, es ist sowieso eine uralte Waffe. Ich würde jetzt hier versuchen, 10% mehr Damage drauf zu böllern. Blitzfertigkeiten verursachen 22% mehr Schaden. Auch noch dazu. Also wenn, dann ist es halt sinnvoll, die Waffe weiterzuspielen. 5, 5, 6. Ich muss mal gucken, wie gut die Waffe ist. Bevor ich jetzt all meine Ressourcen auf die Waffe da drauf baller. Da, wie sieht die denn aus? So eine komische Faustwaffe. Weil wenn die jetzt ziemlich schlecht ist, 600% wäre Maximum. Und wir haben 556. Es kann halt sein, dass es nicht so viel ist, ne? Aber das Ding muss halt auch drin bleiben. Also, das geht ja gar nicht. Wir können das gar nicht. Das geht ja gar nicht. Ne? Also den Daibo muss ich spielen mit dem Set, wie es momentan ausschaut. Und deswegen werde ich das auch machen. Alles andere ist Quatsch. So, dann haben wir gesagt, das kann weg und der Ring kann auch weg.
Okay. Jetzt gucke ich mal alles durch, was ich noch so verbessern kann. Also, regeneriert Leben pro Sekunde. Irgendwo brauche ich Leben pro Sekunde her. Reduziert alle Ressourcenkosten um 8%. Weiß ich nicht. Was könnte ich denn da draufrollen? Schaden, physischen Schaden, Kälteschaden, Feuerschaden, Blitzschaden wäre natürlich Opti. Also da, ich könnte einiges draufböllern, was besser ist als diese Ressourcen. Ja, aber nicht das. Nicht das. Dann machen wir mal das hier. Das ist immerhin besser als das andere war. So, hier Widerstand gegen, also das irgendwo, ich brauche halt auch, ich muss tanky sein. Reißender Wind, erhöht den Schaden von reißender Wind. Also reißender Wind ist nicht primär unser Damage, was wir hier machen. Aber was gäbe es denn Besseres? Rasender Angriff, Schlag der sieben Fäuste, mystischer Verbündete, reißender Wind, Zyklonschlag. Also wahrscheinlich wäre alles sinnvoller als reißender Wind, weil... Im Endeffekt ist unser Hauptdamage unsere Gewitterfront. Aber egal, das lassen wir erstmal. Das ist jetzt nicht so wichtig. Kritische Trefferchance. Okay, das ist gut gerollt. Was könnten wir hier drauf machen? Kritische Trefferchance 5%. Ist auch nicht so schlecht. Erhöht den Schaden von reißender Wind. Vitalität. Die Abklingzeit aller Fertigkeiten. Also hier könnten wir zum Beispiel noch einen Stein reinsetzen. Ja, und da rolle ich jetzt den Sockel halt weg, ne? In der Hoffnung. Oh, gleich beim ersten Mal 9% mehr Schaden. Nice. Das ist richtig nice. Okay, dann brauche ich hier noch einen Sockel. Da draußen ist ganz sicher jemand, der jetzt. Aber das wird schwierig, da noch einen Sockel reinzubekommen. Au, Baby. So, okay, jetzt haben wir drei Sockel. Können wir noch einen Stein anmontieren? Summa summarum. Jupp. So, jetzt sind wir schon echt vom Damage her in einer ganz guten Position, ne? Nur welchen Stein spielen wir jetzt noch? Also die Auswahl ist halt auch nicht so groß. Den Quatsch. Als Blitzschaden, ja, hätten wir wieder Blitzschaden. Er regeneriert 10.000 Leben pro Sekunde. Ah, ich würd wirklich den Blitzschaden jetzt erstmal da reinmachen. Was heißt, die Gegner sind noch mehr gestunt. Was dann wiederum heißt, ich krieg weniger Damage und mach mehr Damage. Damit. Und damit. Also mein Damage kommt momentan aus den beiden Items. Das betäubt die Gegner und das macht, dass sie dann 800% oder 790% mehr Damage bekommen. Okay. Wie viele Steine habe ich noch? Null, okay. Die Schwierigkeit ein bisschen hochschrauben. Weil so ist das ja jetzt gerade echt easy. Ja. Hat er gesagt. Und danach ist er gestorben, ne? So, schrauben wir die Schwierigkeit mal hoch auf Qual 16. Ich glaube, ich probiere es einfach mal aus. Ich kann es ja dann Stück für Stück wieder leichter machen, falls es zu heftig ist. Aber ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir Qual 16 mal austesten könnten. Jetzt gehe ich kurz Pippi und dann schauen wir mal.
Okay. Wahrscheinlich platze ich jetzt einfach komplett instant. Dass ihr eures Geburtsrechts wirkt. Laber doch nicht. Oder auch nicht. Okay, das sieht ganz gut aus. Sache ist halt die, jetzt Erde, das ist immer so, sobald die ersten Goldenen hier kommen, ne? Ja. Irgendwas tötet mich, weiß aber nicht, was es ist, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt sind wir quasi genau an dem Punkt. Ich muss quasi rasender Angriff dauerhaft aktiv haben, ansonsten sterbe ich hier instant. Also zumindest gegen goldene Viecher. Zu wenig Damage ist es auf jeden Fall nicht. Damage ist im Haus. Damage schon beim Haus. Okay, also es geht. Eine Armbrust. Was will ich denn mit einer Armbrust, ey? Oh oh. Also noch würde ich mal sagen, sieht das eigentlich ganz okay aus. Und mit dem Ring, also sobald ich quasi Gegner töte, verringert sich der Cooldown von meinem Rasen. Okay, ruhig bleiben, ja? Jetzt wirklich, jetzt war's fast soweit. Oh, die Mauli. Ich sag, der Hauptproblem ist wirklich, dass ich nicht so lange lebe. Aber da kann ich mir noch irgendwas einfallen lassen. Es gibt bestimmt einen Mantra. Ich glaube, ich habe sogar schon einen Mantra, das mich ein bisschen heilt oder ein bisschen meine. Und vielleicht noch irgendwas mit den Verbündeten oder so?
Dass wir die Verbündeten irgendwie noch ein bisschen leben oder ja, Widerstände dazu geben. Jetzt droppen aber die Epics. Epics? Meine Verletzungen sind zu schwer. Also so ein Laserstrahl, da wenn ich eine kurze Sekunde drin stehe, ist halt RIP, ne? Also. Ja, in Laserstrahlen sollte man eigentlich nicht drin stehen, ist richtig. Das war ein guter Treffer. Aber manchmal steht man da halt drin, ne? Also. Die. Okay, das geht aber. Ich habe mir das echt schlimmer vorgestellt. Okay. Aber jetzt immer noch die Frage, für was gebe ich jetzt meine Blutsplitter hier aus? Gäb's einen besseren Gürtel? Ich weiß es einfach nicht. Hallo. Ich kaufe jetzt einfach mal Gürtel. Das steht euch bestimmt gut. Das steht euch bestimmt gut. Aus Gründen. Einfach nur, dass die Blutsplitter da mal wegkommen. Ne? Ich kehre in die Stadt zurück. Ich bin weiter geworden. Er ist weiser geworden. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier für Gürtel haben. Reduziert den durch Nahkampfangriffe erlittenen Schaden. Ja, wer will das nicht? Was ist das hier? Blackthorn. Ja, aber Blackthorn ist ja eigentlich wirklich echt so ein richtiger Garbage, ne? Das will ja eigentlich kein Mensch, will das Blackthorn-Zeugs haben. Wirft mit jedem Angriff einen Dolch auf einen Gegner in der Nähe. Das ist halt auch kompletter Crap. Kompletter Crap. Also, ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, wo die Blutsplitter am besten aufgehoben sind. Aber wir haben ja so viel Zeugs jetzt. Endloser Gang. Das ist auf jeden Fall eine Maßnahme. Reduziert den erlittenen Schaden um bis zu 50%, während ihr euch bewegt. Erhöht euren Schaden um bis zu 100%, solange ihr euch nicht bewegt. Also das wäre noch auf jeden Fall ein cooles Ding. Unerbittlicher Angriff. Was ist denn unerbittlicher Angriff? Fügt Gegnern, die geblendet, eingefroren oder betäubt sind, 20% mehr Schaden zu. Ist halt auch wichtig, ne? Na, aber habe ich davon? Schwur des Abenteurers. Habe ich da das andere Teil? Ja, hätte ich sogar. Also kann man sich überlegen. Ne? Zum Thema Damage-Reduzierung. Aber da müsste ich halt gucken, dass ich den unerbittlichen Angriff auf jeden Fall noch mitnehme, weil eigentlich ist der zu gut. Mal vielleicht das hier weg. Ja, oder dann halt das hier weg, wenn ich jetzt nochmal 50% weniger Schaden erleide. Dann könnte ich das vielleicht eventuell umwechseln, ne? Maybe. Gegner, die über weniger
Okay, das brauche ich nicht. Blackthorn brauche ich schon mal gar nicht. Was haben wir hier? Okay, ist auch nicht gut. What the fuck? Es ist lauter Zeugs gedroppt, aber das ist alles wirklich einfach kompletter Crap. Erhöht den passiven Effekt eures mystischen Verbündeten sowie den passiven Grundeffekt eures aktiven Mantras. Das wäre quasi das Gedönse. Ihr haltet die Grundeffekte aller vier Mantras gleichzeitig. Ihr haltet 5% Schadensreduktion. Für jeden mystischen Verbündeten. Eure mystischen Verbündeten erleiden keinen Schaden mehr. Ihr erhaltet dauerhaft die passiven Fertigkeiten aller fünf mystischen Verbündeten. Eure Angriffe erschaffen euren gewählten mystischen Verbündeten, der 15 Sekunden lange bestehen bleibt, bis maximal 10 mystische Verbündete. Jeder mystische Verbündete erhöht den Schaden eurer mystischen Verbündeten um 100%. Okay, das wäre das Set. Aber wie kriege ich dann hier halt Schadensreduzierung? Wenn die Tugend zaudert, frohlockt das Böse. Okay. Aber ist eigentlich egal, das ist die Hose, die die mystischen Verbündeten hochbufft. Inners Mäßigung. Ich glaube, von dem Set habe ich noch gar nichts. Was ist das alles? Kopf, Hüfte, Füße, Zweihand. Okay. Okay, davon habe ich noch gar nichts bis jetzt. Absolut nothing. Das kann auch weg. Das werde ich niemals im Leben benutzen. Die beiden da, die können sich überlegen, ob man die noch anbringt. Aber erst, wenn ich sterbe. Also sobald ich das erste Mal sterbe, muss ich mir natürlich überlegen, was ich mit meinem Schaden mache oder wie ich meinen Schaden weiter reduzieren kann, den ich erleide. Aber darum kümmere ich mich, wenn es soweit ist. Ist jetzt wirklich die Frage, wie? Also wie kann man profitieren? Ich brauche erstmal alle Steine. Ich brauche erstmal hier. Ich brauche erstmal hier alle Steine. Viel Erfolg, Held. Ah! Okay. So viel zum Thema. Ich mache das erst, wenn ich das erste Mal gestorben bin. Das ist schon. Meine Stärke ist gewachsen. Da kommt viel zu viel Damage. Was sind das? Welche Viecher sind das denn, die so viel Damage machen? Das sind diese komischen Lecker, oder? Kann es sein?
ein wenig länger dauern. Also, es ist schon zugegebenermaßen ziemlich squishy, also. Aber dafür haben wir Damage. Den haben wir. Der Portalwächter ist hier. Ei, caramba, carajo. Ich will schon wieder keine Blutsplitter mehr nehmen hier. Ich muss zurückkehren. Also die Sache ist halt die. Ich brauche irgendwas, damit diese mystischen Verbündeten irgendwie, ja, halt mehr Impact haben. Und es gibt da wohl eine Zweihandwaffe. Oh, das ist, glaube ich, wieder ein Set-Teil davon. Ein Schnäppchen. Vergesst nicht, dass sich das Glück stets wandelt. Oh, das gefällt mir. Kann ich es zurückhaben? Nein, da kannst du ja nicht zurückkommen. Du Bockwurst, du Salami-Haubitze, du. Okay. Was benötigt ihr? Erhöht euren Schaden 1,5 Sekunden lang, wenn ihr Susan für eine kanalisierte Fertigkeit eingesetzt habt. Okay, das ist auf jeden Fall auch, glaube ich, ein ziemlich gutes Teil. Was ich spielen kann, bevor ich das hier hoch mache, mache ich das hier hoch. Ja. Also, eine kanalisierende Fähigkeit ist ja Gewitterfront, oder? Das steht jetzt zwar nicht dabei, aber ist es. Wir machen jetzt erstmal den Stein hier auf 25. Weil der halt einfach auch unseren Damage reduziert, den wir erhalten. Und dann schauen wir mal, was wir als drittes für einen Stein hochböllern. Da fällt uns sicherlich irgendwas ein, ne? Irgendwas fällt uns sicherlich ein. Das Ding habe ich schon. Also das ist eigentlich ziemlich geil. Aber ich meine, was soll das denn sein? Wenn reißender Wind aktiv ist, erhöhen Treffer mit Gewitterfront die Ausdehnung von reißender Wind und sie erhöhen außerdem jeglichen verursachten Schaden um 20.000%. Also 20.000% ist halt hardcore viel. Es ist halt viel mehr als hier 1.500%. Also ich war nicht der Beste in Mathematik. Aber ich muss sagen, ich glaube, dass es besser ist. 20.000 ist, glaube ich, besser als 1.500, oder? Zähigkeit. Was hat er denn hier? Warum hat er keine Zähigkeit? Warum hat die Bockwurst denn keine Zähigkeit, ha? Gehen wir mal das hier. Archaisch legendärer Zweihandstreitkolben. Aber ja, was soll ich damit? Ich meine, ja, archaisch. Aber was soll ich mit dem Streitkolben? Gar nichts, denn damit kann ich gar nichts anfangen. Genauso, Woge des Lichts, uralter legendärer Kraftstein.
Erhöht die maximale Anzahl, Stapelanzahl von... jetzt ergibt es dann Sinn. Erhöht die maximale Stapelanzahl von reißender Wind um 10 und den Schaden. Jetzt macht das Sinn. Also damit macht es auf jeden Fall mehr Sinn. Weil wenn man quasi 10 Stapel hat, dann erhöht sich der Damage natürlich enorm. Ne? Also um 1500 das Ganze um... Also man hat nicht nur 10 Stapel, man hat dann wahrscheinlich 13 Stapel. Weil 3 kann es ja jetzt schon haben, plus 10, 13 Stapel nach Adam Riese. Und dann 13 mal 1500. Dann haben wir 15.000 noch. Ja, dann hätten wir quasi... Ja, 19.500, also ganz knapp auch 20.000% mehr Damage. Das hört sich richtig gut an. Das hört sich richtig lecker an. Ja, also das brauche ich. Das brauche ich unbedingt. Da kann ich den rasenden Angriff auch wieder wegmachen. Auf jeden Fall. Das brauche ich. Fegender Tritt entfesselt einen durchschlagenden Feuerball. Der Angegner ungefähr so 10 Metern vom Aufschlagsort. Okay. Aufheben. Oh. Also das eine hat halt mit dem anderen nichts zu tun, ne? Nur mal so nebenbei erwähnt. Wo war das denn jetzt? Also das hier, ne? Das will ich. Also ich brauche diesen Ring, der die Set-Anforderungen nach unten setzt. Den brauche ich auf jeden Fall jetzt als allererstes Mal. Und dann möchte ich das da noch hier eins mehr haben. No, dass wir den reißenden Wind quasi aktiv halten können. Ja, eventuell würde ich das Set gern komplett spielen, wenn ich ehrlich bin. Hey, was macht's denn für einen Unterschied aus? Doch, ich würde es gern spielen, wenn ich ehrlich bin. Reißender Wind in Verbindung mit dem Teil hier und dann einfach gucken, wo es hinführt. Ja. Einfach ja. Es kommt halt jetzt auch ein bisschen drauf an, was uns das Spiel halt als erstes schenkt. Sage ich jetzt mal. Davon kann ich es ein bisschen abhängig machen. Mein Geist wird stärker. Ich glaube halt, dass ich das irgendwann, dass ich das gar nicht mehr schaffe.
Also ich schaff's schon noch, aber eigentlich möchte ich schnellstmöglich meine meine Steine haben. Mr. Electro. Ich bin nun reicher Erkenntnis. Ich bin noch nicht so weit. Meine Schritte werden ausgreifen. Die Götter handeln durch mich. Heilung. Die Götter gewähren mir ihre Gunst. Der Kampf ist vorüber. Ich bin weiser geworden. Ja, oder? Gab's nicht mal irgendwie so einen Ring, der den Damage reduziert, wenn man irgendwie über 50% von seiner Ressource hat? Was, welches Item war das, das das kann? Weil so wie ich das jetzt sehe, habe ich eigentlich permanent irgendwie 100% von meiner Ressource. Also es droppt ganz, ganz selten mal nach unten, aber summa summarum ist das eigentlich immer voll. Das wäre auch noch eine Überlegung, ob wir damit vielleicht eventuell unseren Damage reduzieren. Völlig zermotscht. Ich muss zurückkehren. Also, ich würde gern beides jetzt austesten. Das Set mit den reißenden Winden hört sich richtig cool an, irgendwie so. Und das Set mit den Verbündeten hört sich auch geil an. Nur weiß ich nicht so ganz. Okay, die Brust, stimmt. Das war die Brust. Danke für den Tipp. Ich verstehe halt nicht so ganz genau, wenn man diese Verbündeten spielt. Wenn man diese Verbündeten spielt, wie man da die Schadensreduzierung hinbekommen soll. Ja. Weil das Set für die Verbündeten, das hat ja gar keine Schadensreduzierung. Doch. Hier, 5% Schadensreduzierung für jeden mystischen Verbündeten.
Aber wie viele hat man dann am Ende? 10 oder wie? Dann kriegt man 50% weniger Schaden, wenn man die hat. Und dann, was macht man dann? Das ist immer noch zu viel Damage, was man da kriegt. Ich habe jetzt hier die Schadensreduzierung von 50%, sobald ich halt Gewitterfront aktiv habe. Und hier nochmal 47% weniger Damage, nachdem ich den Angriff da gemacht habe. Schultern nach Zyklonschlag Damage reduzieren. Ah, okay. Das sind quasi Schultern, die sind kein Set, oder wie? Non-Set-Schultern. Gewitterfront erhält den Effekt der Rune Rückenwind. Okay. Lebrock, irgendwas heißen die. Ah, okay, aber das sind schon Schultern. Also Nonset-Schultern meinst du, oder? Bestimmt. Die Sache ist halt die, ich spiele nicht normal, sondern ich spiele erhöht die Dauer. Okay, das habe ich aber schon auf legendär. Jo mei, leckt's mit eurem Arsch. Ich spiele quasi eine Version, ich muss den ersten legendären Gegenstand quasi, der Drop, den muss ich quasi spielen. Aber ich schaue jetzt mal ganz kurz, welche Schultern das sind. Also das muss ich quasi spielen. Diese Schuhe muss ich spielen, weil das war der erste legendäre Gegenstand, der gedroppt ist bei dem Run. Und deswegen muss ich die quasi spielen. Um es für mich einfach ein bisschen schwerer zu machen und interessanter zu machen. Weil ansonsten ist das immer nur ganz stumpf ein Bild kopieren und dann nach 2-3 Tagen wieder aufhören, weil es keinen Spaß mehr macht. Also Schultern. Mir ist schon klar, ich passe nicht zu. Die Schultern könnte ich auch anlegen, ne? Aber es ergibt dann gar keinen Sinn mehr am Ende. Ah ja, die da. Okay, dann könnte ich quasi, also ich brauche halt definitiv diesen Ring, der mein Damage reduziert, der die Set-Boni heruntersetzt, und dann kann ich das machen. Dann kann ich es machen, ja. Okay. Rück den Ring raus. Jutsch! Vergesst nicht, dass sich das Glück stets wandelt. Bis bald. Oh, Pech gehabt. Pech gehabt. Den musst du über Kopfgelder holen, Akt 1. Wen? Den Ring. Wo? Wieso über Kopfgelder? Wie über Kopfgelder? Droppt der nur bei Kopfgeldern oder was? Königlicher Prunkring. Und den gibt es nur in Akt 1 über Kopfgelder, oder wie? Verstehe ich das jetzt richtig? Wirklich? Ist dem so?
Google das mal. Ist in der Belohnungskiste Akt 1 drin, leider auch nicht 100%. Okay. Der hier. Ja, gut. Okay. Ja, aber wenn du sagst, dass das so ist, dann mache ich das mal. Ist ja im Endeffekt gerade egal, was ich mache. Ne? Farmen macht frei. Ich bin nun reicher an Erkenntnis. Der Sturm bringt Sonne. Oh, that's a fatty. Aua. Okay. Ich sterb schon richtig schnell und richtig gerne, ne? Also, holy baby. Halt. Das war knapp. Das war wirklich Kanapé. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass der Ring nur hier in so einem Dings von Akt 1 droppen kann. Oh, blauer. Holy moly. Ich kann nicht mehr tragen. Das ist aber ein Haufen Grutsch. LF Taxi, please. Sieg!
gewähren mir ihre Gunst. Das Licht in euch wird stärker. Ich kehre in die Stadt zurück. Haben wir denn da? Nur Garbage. Aber so im Großen und Ganzen taugt mir der Monk schon. Ich bin nun reicher an Erkenntnis. Der Kampf ist vorüber. Der hat schon Potenzial. Ich bin noch nicht so weit. Für die Faust. Eine unglaubliche Leistung. Ich bin weise geworden. So, jetzt schauen wir mal, ne? Ob das stimmt hier. Nope. Ich danke euch für euer Kopf. In der Nähe gibt es eine Menge Kopfgelder zu finden. So, das war aber schon Akt 1. Ja, das war Akt 1.
Okay, dann muss ich das halt jetzt so lange machen, bis ich den Ring halt quasi habe. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit eurer Gefährten und Diener. Also das wäre natürlich wahrscheinlich auch ziemlich immer mit dem Set, welches die ganzen Diener beschwört. Legendäre Marke des Schufts brauche ich nicht. Deshalb hat man am Ende von der Saison immer am meisten Akt 1 Material. Okay. Ja, also leider droppt nur, wenn ihr getroffen werdet, wieder. Ja, auch ein Schmarrn. Alles Quatsch, was hier droppt. Gut, dann machen wir es einfach nochmal. Ja. Ich meine, im Endeffekt ist es ja jetzt gerade im Moment noch wirklich komplett egal, was ich gerade mache. Ich hätte gern klar alle Steine erstmal oben, damit ich es irgendwie ein bisschen. Aber so auf Qual 16 komme ich eigentlich gut durch. Also, ich mache es jetzt erstmal nochmal, bevor ich hier wieder Portale fahre. Bei Bandele. Gibt ja auch noch gut Paragon-Levels dazu. Also. Ja, der Ring wäre halt einfach jetzt so das, was am meisten mich buffen würde. Den Ring zu haben. Deswegen, warum nicht? Also, scheiß drauf. Der ist schon geil irgendwie. Also. Ich bin noch nicht so weit. Der Kampf ist vorüber. Also, ich glaube, wenn ich jetzt einfach noch ein passives Mantra einbaue, dass ich schon auch ziemlich stabil bin. Wo ist denn diese Scheißkammer? Komme ich in diese Kamera rein? Holy moly! Noch schlechter. Vorhin war der Eingang ganz woanders. Also es ist einfach nicht wahr. WASD kennt Move.
Der darf sich quasi nicht einmal bewegen, die arme Wurst. Sind immer fast Platze. Also warum habe ich jetzt hier mehrere Aufgaben? Oh, die machen auch Blitzschaden. Was ist das hier oben? Ihr seid besiegt! Götter gewähren mir ihre Gunst. Ich bin noch nicht so weit. Es ist auf jeden Fall ein No-Brainer-Bild. So viel ist schon mal klar. Holy moly, was fällt denn da an und auf mich drauf? Hier war doch gerade eben ein Goblin, ich hab den doch gehört. Wo ist er denn jetzt hin? Okay, dann habe ich mich wohl getäuscht. Bitte kein Laser. Der Sturm bricht los. Ich werde zurückkehren. Oder auch nicht. Los! Ich bin noch
uns. Götter gewähren ihre Gunst. Also in gewissen Situationen platze ich einfach. Jetzt zum Beispiel. Ich weiß nicht so ganz genau, an was es liegt. Aber ich würde sagen, es liegt einfach daran, dass ich zu viel Damage aufkomme. Zu viel Damage. Ich muss etwas ablegen. Ich muss zurückkehren. Aber mein Gefährte ist irgendwie so komplett useless. Mein Geist wird stärker. What is this? Wieder so ein Ring, wo ich schon tausendmal hab. Das ist halt quasi die letzte Hoffnung. Wenn gar nichts mehr hilft, dann muss ich den Ring auswechseln. Dann habe ich auch nochmal 50% weniger Damage, den ich kassiere. Man weiß halt irgendwann nicht mehr, welcher Strom ist mein Strom und welcher Strom ist der von den Gegnern. Den noch befreit da oben, oder? Der ist doch befreit, der Mann hier. Warum geht's nicht? Oder was ist da jetzt los? Was soll der Crap? Umgeschnorchelt. Völlig umgeschnorchelt haben wir. Umgeschnorchelt. Betretet die verlorene Mine. Wo ist die? Ich bin noch
der Götter. Das Licht in euch wird stärker. Wie Ehre, Brudi. Ja, Uschi Rodriguez. Willkommen in Glongos Welt. Okay, das war's, oder? Schauen wir mal, was da jetzt so abgeht. Okay, ist eigentlich egal. Also eigentlich ist es wirklich egal. Ne? Eigentlich ist es gar nicht egal, ne? Eigentlich ist es nicht egal. Weil wir könnten schon das Set auswechseln. Summa summarum. Eigentlich. Okay, da ist schon mal ein Ring. Ich danke euch für euer Kommen. In der Nähe gibt es. Ja. Vielleicht ist das ja schon. Da ist das Ding. Echt jetzt? Das ist er? Ja, neues. Noise Reno, very noise. Also den kann ich nicht auswechseln und den könnte ich auswechseln, Zusammenkunft der Elemente. Wollen wir mal kurz schauen, was ich noch so habe. Solange ihr keinen Schaden erleidet, wird der verursachte Schaden. Das ist auch ziemlich gut, das Teil, in Verbindung mit dem einen Stein. Wird 100% mehr Damage machen. No. Ich glaube, den spielen auch echt viele Menschen da draußen. No. Krümelchens Halskette. Okay, aber ich jetzt in meinem Fall erstmal noch nicht. Wir sind wieder da, machen das Ding für euch. Euer Stadtportal, bla bla bla, erhöht sämtlichen Zauberer. Was ist Zauberer? Was ist das? Sehe ich aus wie Zauberer? Okay, das ist alles Quatsch. So, Frage jetzt, welches Ding wechsle ich jetzt hier aus? Der ist halt ziemlich stabil, aber den brauche ich dann eigentlich gar nicht mehr. Wenn ich das jetzt auswechseln. Also ich könnte den Ring jetzt hier auswechseln. Jetzt muss ich erstmal schauen. Geht das überhaupt dann? Das geht ja gar nicht, oder? Wenn ich die beiden Sachen da jetzt haben möchte. Ja, das ist sowieso ein Quatsch. Es geht ja hier drum eigentlich. Momentan geht es mir noch hier drum. Reduziert euren erlittenen Schaden um 50%, während Reißen der Wind aktiv ist. Und dann da halt noch irgendwas, ne, Schultern. Wie heißt das Set denn? Sun Wukos. Können wir gucken, dass wir den Helm bekommen. Kopf, Schultern, Beine, Hals, Hände, Körper. Eventuell. Oder halt dann die Schultern, ne? Um die es da ging. Die Zyklopenschlagschultern, Dingsbums her. Ja, gucken wir mal, welche wir einfach vorher bekommen. Ich tausche einfach, ich hole mir jetzt Schultern, genauso mache ich's. Und je nachdem, was ich halt da für welche krieg, wechsle ich das dann aus.
Dann kann ich den noch auswechseln. Ja. So mache ich das. Und hier mache ich die Angriffsgeschwindigkeit weg und ersetze sie durch einen Sockel. Das muss es sein. Nicht so schüchtern. Vergesst nicht, dass sich das Glück stets wandelt. Ein Schnitt. Das ist zu teuer. Okay, nur Bullshit. Wie oft kann ich das jetzt machen? Nicht so oft, ne? Atem des Todes habe ich nie so viele. Labert er. Oh Mann, ey. Immer noch der gleiche Quatsch. Okay, so viel kann ich nicht mehr machen. Okay, da haben wir jetzt die Schultern für das Teil. Okay. Dann nehmen wir erstmal das. Uno Momento. Jetzt blicke ich selber nicht mehr durch. Mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß, Junge, mach keinen Scheiß. Ich brauche halt hier einen Sockel drauf, da komme ich nicht drum rum. Zwölf Versuche habe ich noch, da einen Sockel drauf zu rollen, also ohne den wird es nichts. Vorerst, ohne den wird das vorerst nichts werden. Rück den Sockel jetzt raus, Junge. Nein, nein, nein. Ja, das ist halt gemein, ne? Also das ist schon ziemlich gemein. Soll nicht sein. Okay, da muss ich jetzt erstmal Edelsteine farmen bis zum völligsten Kollaps. Da muss ich einen rausnehmen.
Okay. Ich glaube, jetzt kriegen wir wesentlich weniger Damage. Aber ich muss diesen unerbittlichen Schlag wieder einbauen. Und zwar so. Okay. Okay. Ich bin noch nicht wieder bereit. Ich weiß nicht ganz genau, was da passiert ist, aber da ist was passiert. Ihr seid besiegt! Das ist noch nicht bereit. Ich bin nun reicher an Erkenntnis. Eure Schwächen sind offenbar. Ich bin noch nicht wieder bereit. Es geht zu Ende. Das ist noch nicht bereit. Ich bin nun reicher an Erkenntnis. Eure Kraft lässt euch im Stich. Ita.
nicht wieder bereit. Längst vergangener Zeiten bewiesen hatten, dass sie würdig waren, unternahm ich es, die Reinheit ihrer Edelsteine zu verbessern. Wenn ihr über einen Edelstein verfügt, wieder so ein Würfel. Kann ich euch der dritte schon jetzt. Erweisen, Champion. Ich bin hier, um zu helfen. Okay, also Würfel sind diese Saison auf jeden Fall am Start, was schön ist. Die Armschienen, weiß ich nicht, ob man die als Monk spielt, mit manchen Klassen spielt man die, aber dann verliere ich halt zu viel Damage. Ne? Ich kann sie momentan nicht spielen. Fegender Tritt, vielleicht wird das auch mal irgendwann ein Ding. So, da haben wir jetzt das nächste Teil für die Verbündeten. Ja, das ist eigentlich das, was ich ausprobieren will, die Verbündeten zu spielen eigentlich so. Erhöht den Schaden der Todesexplosion von explodierende Faust. Hört sich auch nicht schlecht an, ne? Und Gewandung der 1000 Stürme. Kein Plan, ob das gut ist oder nicht gut ist. Ich heb's auf jeden Fall auch mal auf. So. Okay. Also so ist momentan der Stand der Dinge. Was war das jetzt für ein Portal, was ich gemacht habe? Da steht's. 79. Ja, aber so richtig glücklich bin ich immer noch nicht mit den Stiefeln. Also, ja, sie behindern. Jetzt fängt es langsam an, dass sie mich ein bisschen behindern. Ich muss mir da irgendwas überlegen, wie ich da aus der Nummer noch was mache. Aber dazu morgen mehr oder im Laufe der Woche noch. Bin erstmal raus. Danke fürs Zuschauen und wenn ihr wollt, könnt ihr auf YouTube reinschauen. Da gibt es die ganzen Videos auch zu sehen. Auf Discord gibt es Infos. Und ja, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Macht's gut. Eventuell bis morgen.